Ich habe für den ersten Teil jetzt vorher ein bisschen länger gebraucht, als ich geplant hatte. Und deswegen erschreckt nicht, in meiner Präsentation fällt an irgendeiner Stelle auf einmal die Augenlider-CD runter. Die hat thematisch nichts zu tun, sondern ich hatte das geplant, dass das vor der Pause als Ansage kommt. Das ist jetzt nicht der Fall, also auch von meiner Seite her noch. Die Augenlider-CD gibt es auch. Wir singen während diesen Tagen ja häufig das Lied Mein Beten steige auf, die Weihrauch vor deinem Angesicht. Das ist da drauf. Also wenn ihr dieses Lied das nächste Mal können wollt, dann könnt ihr euch die CD mitnehmen. Die wunderschöne Frau, die jetzt gerade hier gesungen hat und die auch wunderschön gesungen hat, die schon wieder weg ist, die Veronika Loma singt da, die singt da nicht nur mit, sondern singt eigentlich maßgeblich auf dieser CD. Ich habe diese CD extrem gerne, also große Kaufempfehlung. Und jetzt wollte ich euch noch jemand anderen ganz bezaubernden vorstellen. Die ist gerade draußen noch beschäftigt. Da ist sie, okay, kommen wir nach oben. Ja, kommen wir nach oben. Ich stelle euch jetzt eine ganz bezaubernde Frau vor, nämlich meine. Ja, das ist meine Frau Jutta. Also wer sich... neulich ein Foto gepostet, wo sie drauf ist und einer hat geantwortet, diese Frau ist so schön, warum hast du sie immer so versteckt? Der Grund ist einfach nur, dass sie keine ist, die ins Rampenlicht drängt. Ich muss sie eher freundlich einladen, aber heute ist sie dieser freundlichen Einladung gefolgt. Das ist meine Frau Jutta, hat mit mir zusammen die Gebetshausvision empfangen, mit mir das Gebetshaus aufgebaut, mit einem Team von wunderbaren anderen Leuten, die wir mit am Start haben, ist jetzt auch in der Leitung des Gebetshauses mit dabei, aber in erster Linie macht sie den wichtigsten und großartigsten Job, den man tun kann. Sie verschwendet Lebensjahre, in denen sie nicht arbeiten geht, sondern für 4 kleine Kinder sorgt. Ja. Die schwirren auch irgendwo rum. Okay. Die Kinder sind gerade im Kinderdienst, deswegen können Sie sich nicht vorstellen, die sind irgendwo. Aber wenn ihr mal irgendwie besonders freche Kinder rumlaufen seht, das sind im Zweifelsfall unsere. Liebe Jutta, wie schön, dass du da bist. Danke dir. Danke fürs Kommen. So. Ist so interessant, ich habe manchmal den Eindruck, unter Christen ist der höchste Wert, den es sozial gibt, das ist der Wert, nett zu sein. Wenn jemand nett ist, dann denkt man, also der kann ja keiner Fliege was zu Leide tun, es kann kein böser Mensch sein. Im Reich Gottes gibt es aber nicht nur den Wert, nett zu sein, es ist schon ein Wert, freundlich zu sein, aber es gibt auch den Wert, von wahr zu sein und von wahrhaftig zu sein. Und in unserer Gesellschaft haben wir uns angewöhnt, dass du einfach harmlos und nett sein musst und eigentlich keine Meinung haben darfst. Und für dieses keine Meinung haben, haben wir den wunderschönen Begriff Toleranz missbraucht. Denn Toleranz heißt was ganz anderes. Toleranz bedeutet in Liebe jemanden annehmen und ertragen, auch dort, wo er ganz anders tickt. Das ist ein hoher Wert. Aber wir haben aus Toleranz eine Farce gemacht, nämlich eigentlich darfst du gar keine Position beziehen. Weil wenn du eine Meinung äußerst, wenn du deinen Mund aufmachst, dann bist du ein Hassprediger und dann bist du intolerant, aber das ist nicht wahr. Nett sein und geschliffen sein ist nicht der höchste Wert. Wahrhaftig und echt sein ist ein sehr hoher Reich Gottes Wert. Deswegen mach den Mund auf. Ihr Lieben, warum gibt es um all diese Punkte und warum gibt es um diese dieses Eindringen des Evangeliums auf die Erde. Warum gibt es da so Widerstände? Warum schreien die Leute so laut? Warum nehmen sie so Anstoß? Aus einem einfachen Grund. Im Letzten geht es um die simple Frage, wird Gott erkannt und wird er angebetet? Im Letzten geht es um die simple und entscheidende Frage, wer wird angebetet? Ist es nicht interessant, dass als der Teufel, der Versucher, an Jesus herantritt,
er ihm als letzte Versuchung anbietet, ihm alle Reiche der Welt zu Füßen zu legen. Mit nur einer Bedingung. Und der Teufel sagte zu ihm: Das alles will ich dir geben, wenn du dich vor mir niederwirfst und mich anbetest. Weißt du, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen Anbetung und Beherrschung dieser Erde? Denn es gibt einen Fürst dieser Erde. Das ist nicht der rechtmäßige Herrscher, aber das ist der, der hier so die Finger ziemlich im Spiel hat. Und es gibt auch Menschen, die relativ gut mit dem kooperieren und andere Menschen knechten. Jetzt kann man sagen, oh, es ist ja drollig, wenn ihr im Gebetshaus da nachts um zwei so groß ist, der Herr singt, kommt kein Mensch. Zwei Leute kommen, was ändert das denn? Im Sichtbaren wenig, im Unsichtbaren sehr viel. Denn dieser Kampf ist ein Kampf um, wer wird angebetet? Das ist das Eigentliche, wonach Gott sich sehnt, dass er gekannt, geliebt und angebetet wird. Und das ist genau das im Letzten, was der Teufel verhindern will. Er will lieber, dass wir uns beschäftigen mit allem möglichen Unsinn, selbst mit religiösem Unsinn. Hauptsache, dass wir nicht diesen wunderbaren Gott kennenlernen und ihn anbeten. Denn wo das passiert, kommt das Reich Gottes beschleunigt und mit einer Durchschlagskraft und mit Power. Es geht im Letzten um diese Anbetung. Im Letzten ist es ein Kampf um die Anbetung. Und Freunde, wenn ich diese politisch nicht so toll klingende Aussage mal treffen darf, da gibt es für uns Christen nur eine relativ simple Grundwahrheit, und die lautet, dass Jesus allein der Weg zum Vater ist. Ja, dass Jesus der Einzige ist, der uns lehrt, wie wir Zugang zu diesem Gott haben können. Ja, dieser Zustand, dass Gott gekannt und angebetet wird, der kommt nur durch Jesus. Der kommt nicht dadurch, dass Menschen lange nachdenken oder dass sie irgendwie in der Natur Mythen entdecken oder sowas. Nur Jesus offenbart, wie Gott ist. Und nur Jesus gestaltet unser Herz um und schafft uns einen Zugang, dass wir Gott auf wahrhaftige Weise anbeten können. Und deswegen halte ich auch die Diskussion, die es manchmal gibt, oder die Frage, die es manchmal gibt, ja, wie ist das, verehren jetzt eigentlich Christen und Muslime den gleichen Gott? Die Frage geht eigentlich, mit der Frage kannst du nur verlieren, weil wenn du sagst, ja, dann musst du sagen, okay, aber der Gott im Koran, der sieht also wahnsinnig anders aus als der im Neuen Testament. Aber dann sagst du, aber die glauben doch auch an den einen Gott, der barmherzig alles erschaffen hat, und Abraham ist dann doch das Gleiche. Jetzt sage ich, hey, viel spannender als diese Frage ist die Frage, na, wie komme ich denn hin zu diesem Gott und wer offenbart diesen Gott? Und da geht es bei uns Christen um nichts anderes als um die Zentralität des Kreuzes Jesu Christi, dass an Jesus Christus überhaupt nichts vorbeigeht, sondern er der einzige Weg zum Vater ist. Er ist der Einzige, der den Vater offenbart, und ein Christentum, das das Kreuz Jesu, die Erlösungskraft des Kreuzes Jesu in den Mittelpunkt stellt, muss gar nicht nachdenken, ob das vielleicht nicht tendenziell eh das Gleiche ist wie der Buddhismus, nur ein bisschen anders, oder wie der Islam, sondern wir werden nicht aufhören können, von diesem Jesus zu schwärmen. Es geht ja nicht nur astral irgendwie um Gott. Unter Gott stellen sich ja Leute alles Mögliche vor. Es geht um den Gott Jesu Christi, eben diesen Vater, den auf ausschließliche und verbindliche Weise Jesus Christus geoffenbart hat und zu dem auf ausschließliche und vollständige Weise das Kreuz Jesu Christi uns den Zugang ermöglicht. Jetzt kann geklatscht werden. Dass es Gottes Plan ist, dass es Gottes großer Endzeitplan ist, alles im Himmel, auf der Erde und unter der Erde unter diesen Namen zu beugen, müssen wir neu vor Augen haben. Freunde, auch wir Christen im Westen, wir brauchen neue Eschatologie. Was ist Eschatologie? Einfach die Lehre davon, dass Jesus wiederkommt. Es ist die zweite Säule der Reich-Gottes-Botschaft.
Die erste Säule ist, er ist schon gekommen und er ist heute real erfahrbar. Jesus ist gegenwärtig, wo 2 oder 3 sich versammeln. Jesus ist auf einzigartige Weise erfahrbar und wahrnehmbar in den Sakramenten. Jesus ist in seinem Reich in Vollmacht heute da, wo wir für Kranke beten, wo wir seine Zeichen und Wunder erwarten. Und zugleich gibt es ein noch mehr, das noch aussteht. Und dieses ist, dass Jesus wiederkommen wird und in Vollmacht sein Reich aufrichten wird. Es gibt unterschiedliche Theorien, wie das genau aussieht. Ich weiß nur, dass es sehr, sehr viel hiermit zu tun hat. Okay, es ist nicht so, das verpufft alles Welt. Wir gehen irgendwo in einen himmlischen Idealzustand. Es ist ja nicht, dass die Erde in den Himmel kommt, sondern Jesus kommt ja auf die Erde zurück und er hat hier noch was vor. Ihr Lieben, ich will einen Appell an dich machen und sagen, finde raus, was Gott in dieser Generation tut und wirf dich mit ganzer Kraft hinein. Und ich will dir jetzt ein paar, wie soll man es nennen? Ich hab's mal geschrieben, 4 Herausforderungen im heutigen Europa vorstellen. Ich nenne es Herausforderungen dahingehend, wenn man schaut, wie breitet das Reich Gottes sich gerade auf, was sind Hindernisse, was sind Schwierigkeiten, auf die wir uns einstellen müssen, die sind aber immer auch Chancen, dann würde ich diese 4 nennen, ohne Anspruch auf Vollständigkeit. 4 Herausforderungen im heutigen Europa, und zwar, ich schaue da ein bisschen mehr in die Zukunft, ich sage so Trends, die eher in 10 Jahren noch heißer sein werden als heute. Keine dieser Herausforderungen soll dazu dienen, dass wir verzagt sind, sondern das ist einfach so etwas wie ein Realisieren, okay, das ist die Welt, in der wir leben. In der gilt es, Reich Gottes zu gestalten. In der gilt es aber auch, einen geistlichen Kampf zu kämpfen, in diesen 4 heißen Bereichen. Der erste Bereich, den wir mehr und mehr sehen, ich habe vorher dieses Wort gesagt, mach den Mund auf. Es gibt eine ganze mächtige Bewegung, das ist eine Halte-den-Mund-Bewegung. Und diese Halte-den-Mund-Bewegung ist die aggressive Säkularisation. Ich will euch gleich erklären, was das ist. Säkularisation ist ein Begriff, der erstmal nicht schlecht ist, der kann auch was Gutes haben, ja, zu sagen, dass Kirche und Staat nicht intransparent verwoben sein sollen und dass beides so einen eigenen Bereich hat. Das ist auch ein historischer Prozess, der stattgefunden hat. Aggressive Säkularisation ist aber mehr als das. Aggressive Säkularisation glaubt ein Grunddogma. Und dieses Grunddogma lautet, Glaube darf im öffentlichen Leben nicht sichtbar sein. Ja? Wir haben uns an das ein Stück weit schon gewöhnt. Da haben wir dann ständig so kleine Kämpfe, geht es um Fragen, ob in Gerichtsgebäuden ein Kreuz hängen darf. Und ich merke, mehr und mehr sagen wir Christen auch, oh, das ist vielleicht nicht nötig. Ist vielleicht nicht nötig. Ja, das befremdet ja dann vielleicht die anderen. Aber das Problem ist, wir leben in einer Gesellschaft, in der wir immer als ganze Menschen auftreten. Das ist eigentlich eine ganz eigenartige Vorstellung, dass einer, dem sein Glaube wichtig ist, sein Glauben nicht zeigen darf. Es ist dann eine andere Frage, welche Ausdrucksform von Glaube ist angemessen. Das ist auch diese Kopftuchdebatte, die wir jetzt haben. Man kann über sowas diskutieren und klar, man kann auch fragen, sollen in Schulen Kreuze hängen oder nicht. Die Frage grundsätzlich ist noch nicht verboten, aber das bleibt ja da nicht stehen. Da geht es dann um die Umbenennung von allem Möglichen, um jemanden nicht zu beleidigen und wie ist es dann mit den Kirchenglocken und so. Und wir müssen klar sehen, das Ding nimmt zu, dieser Hass auf alles Religiöse, dieses wir wollen es nicht mal hören. Wir wollen, dass da nicht mal jemand in eine Talkshow eingeladen werden darf, der die Meinung äußert. Dieser Trend wird stärker werden aus 2 Gründen.
Erstens, weil einfach diese Wut der Feinde Gottes gegen Gottes Gesetze, Psalm 2 haben wir uns am ersten Abend angeschaut, wird zunehmen. Ja? Diese Wut wird zunehmen. Und zweitens, glaube ich aber, wird auch die Kraft der Verkündigung im Volk Gottes zunehmen und die Furchtlosigkeit. Weil die Wahrheit ist, es gibt eine wirkliche Kraft des furchtlosen Wortes. Manche Leute sagen, das bringt doch gar nichts, wenn man da mit denen redet. Das bringt vielleicht für die Person selber wirklich nichts. Aber die Liebe in Wahrheit verkündet, hat immer Auswirkungen wie Salz in der Suppe. Ja? Und deswegen brauchen wir Leute, die sich in Diskussionen einmischen, liebevoll, freundlich, aber die klar sagen, was Sache ist. Und dann wird es Leute geben, die werden die niederschreien, weil sie beseelt sind von diesem aggressiven Säkularismus, dieses das darf überhaupt nicht mal auftauchen, dieses Wort. Doch, das Wort Gott darf auftauchen. Ich freue mich, dass unsere Bundeskanzlerin bei der Neujahresansprache Gottes Segen gewünscht hat. Ich habe mich nicht so gefreut, über was sie sonst teilweise so gesagt hat. Oder ich hätte mir gewünscht, dass sie noch ein paar andere Sachen gesagt hat, aber das ist ein anderes Thema. Aber dass sie Gottes Segen gesagt hat, kann man sagen, das ist doch nur eine Floskel. Nee, wir wollen Gott drin haben im System und nicht draußen haben. Ein zweites Thema, an das denkt ihr vielleicht nicht auf den ersten Blick. Und diese Herausforderung, die nenne ich Bindungsstörung. Attachment Disorder im Englischen. Was ist denn das? Dass wir in einem Trend leben, wo Ehen und die Rolle von Mann und Frau und der Wert der Familie mehr und mehr so einer Beliebigkeit preisgegeben wird, das wisst ihr eh. Das tiefere Problem dahinter ist aber folgendes. Es ist nicht so, dass sagt, Gott ist einfach ein Rechtskonservativer und der will einfach, dass alles so ist wie im 19. Jahrhundert. Das ist überhaupt nicht der Punkt. Der Punkt ist, es geht um das Herz von Menschen und zwar in ihrer empfindlichsten Lebensphase. Das sind die ersten Lebensmonate, die ersten Lebensjahre. Und in diesen ersten Lebensjahren lernt ein Mensch, wie er Bindungen eingehen kann. Das heißt, wie er sich emotional für jemand öffnet. Und wodurch lernt er das? Er lernt das durch Bindungssicherheit. Das heißt, wenn das kleine Baby eine sichere Bindung in den ersten Lebensjahren erfährt, die nicht auseinandergerissen wird, dann wird dieser Mensch nachher besser in der Lage sein, sich auch an jemanden zu binden, die Gefühle von jemandem wahrzunehmen, die eigenen Gefühle gut wahrzunehmen. Logo? Diese erste Bindungsperson ist im idealsten und absolut wunderbarsten Sinne die Mutter, denn zu der muss das Baby gar keine Bindung erst herstellen, die ist von Anfang an da. Die Frage ist nur, wie schnell sie zerrissen wird. Es ist ein normaler Prozess, dass das Kind sich mehr und mehr dann auch löst und selbstständig wird. Aber das ist ein Prozess, wo man sagt so, okay, drittes Lebensjahr, viertes Lebensjahr und so. Dann langsam, nicht dritter, vierter Lebensmonat. Ja? Der Punkt ist nicht, dass Gott sagt, irgendwie, ja. Der Punkt ist nicht, dass Gott Frauen festlegen will auf irgendwie diesen Lebensentwurf oder jenen. Es hat mit Festlegung nichts zu tun, sondern es hat mit der Frage zu tun, wenn Jesus Kinder in den Mittelpunkt gestellt hat, wie können wir eine Gesellschaft schaffen, die nicht von so einem Schwachsinn denkt wie, ja, die haben auch ein Recht auf ein Kind. Wer hat denn ein Recht auf ein Kind? Sondern die vom Kind her denkt und sagt, hey, das sind die, die unsere Renten mal bezahlen, das sind die, die hoffentlich in 70 Jahren hier diesen Laden weitermachen. Was bräuchten die denn eigentlich, dass sie gut aufwachsen können? Und die eine Antwort jeden Kindes ist, weißt du, was du brauchst? Mama und Papa, die zusammenbleiben und viel Zeit mit denen. So, und deswegen muss uns, ja, und wir haben aber
Das ist jetzt auch ein Trend, der sich nicht einfach umkehren lässt. Wir haben immer mehr Kinder, die in sehr unsicheren Verhältnissen aufwachsen. Das wird dann teilweise sogar glorifiziert. Zum Beispiel, dass es eine Patchwork-Familie ist. Das bedeutet, dass das Kind ständig rausgerissen wird aus Beziehungen zu Erwachsenen. Von Anfang an lernt, diese Liebe von Erwachsenen, auf die kannst du dich nicht verlassen. Wir glorifizieren das noch, und dass die Mütter möglichst schnell wirklich wieder im Beruf sind. Das bedeutet einfach nur, dass das Kind die Nähe der Person, die sie am dringendsten bräuchte, in der verletzlichsten Zeit seines Lebens nicht bekommt, sondern stattdessen die Zuwendung einer Erzieherin bekommt. Das ist zwar auch schön, aber es ist unvergleichlich. Denn eine Erzieherin, auch wenn sie für eine kleine Gruppe von Kleinkindern nur zuständig ist, sie wird nie das Kind lieben. Wird das Kind vielleicht gern haben, aber es kann nicht lieben, wie die eigene Mutter das tut. Und das Kind braucht in den ersten Lebensjahren nicht Bildung, es muss nicht Englisch lernen, braucht auch keine interkulturellen Kontakte, es braucht Liebe und Zeit. Ja? Die ganze Frage eigentlich von Gender und von Homosexualität und so, sollten wir herdenken von diesem Bindungsthema her. Jetzt in einer Zeitung gelesen, wo irgendeine evangelische Pfarrerin und eine Politikerin steht, ja, die kriegen jetzt zusammen ein Kind, sage ich, nee, dem Baby haben sie einfach nur den Vater weggenommen. Zwei Frauen kriegen nicht miteinander ein Kind, auch wenn man es legal so macht, sondern man hat diesem Baby einfach nur den Vater weggenommen. Und wenn wir radikal von Kindern her denken würden, müssten wir relativ vieles neu denken. Ich glaube im Letzten, dass wir auf eine Welle zugehen von immer mehr Menschen, die so verletzt sind in ihrer Bindungsfähigkeit, dass sie dann in allen möglichen Formen von Sexualität Erfüllung suchen. Ja? Sexualität ist eine der wunderbaren Geschenke Gottes. Es ist aber auch das, wie wir unsere Bindungsverletzungen zu kompensieren versuchen. Ja, das ist ganz gemein, gibt es jede Menge Studien. Ich erzähle euch hier nicht Bibel, sondern ich erzähle euch eigentlich Psychologie. Das ist, kann man locker nachlesen, nur diese Autoren werden nie eingeladen zu den entscheidenden politischen Debatten, die dir das beweisen könnten. Wenn ich als kleines Kind oft verlassen wurde, besteht die Gefahr, dass ich auch aufreißen muss und schnell verlassen muss. Man kann das studieren, dass unser sexuelles Verhalten häufig nichts anderes ist als ein unreifer Umgang mit unseren Verletzungen in dieser Bindungszeit. Deswegen müsste unsere Frage, ganz egal, in was jemand drin hängt, es geht gar nicht um eine Lagerbindung, hier, da sind die Homosexuellen und da sind die Braven. Hey, die Sexualität von jedem Menschen ist an irgendeiner Stelle zerbrochen, schwierig, in Mitleidenschaft gezogen, in 100.000 Variationen. Das wird immer mehr noch ein Thema werden. Natürlich, weil das Internet uns auch zumüllt mit allem, was unsere kranken sexuellen Fantasien befördert. Aber die Lösung ist nicht, dass wir sagen, ihr dürft einfach nicht, ihr Schweine, schämt ihr euch gar nicht. Ja, wenn Gott das wüsste, ist überhaupt nicht der Punkt, sondern dass wir hinschauen, wie können wir Kirchen, Gemeinden, Familien, Gebetshäuser schaffen, wo gebrochene Menschen sicher sind, aber nicht im Sinne von, wo jeder da abgeholt wird, wo er steht und dann auch so bleibt, sondern wo er der Liebe Jesu begegnen kann, der mich heilt an diesen tiefen Orten der Gebrochenheit. Ja? Und dann ist es auch gar nicht der Punkt, da müssen wir gar nicht bekannt sein für die, wir sind die Bewegung, die gegen das ist und gegen das ist sie auch und gegen das ist sie auch. Es ist viel spannender, für was wir sind, okay? Wir sind für einen Jesus, der Menschen am gebrochensten Punkt heilt. Und der Punkt ist, wenn du geheilt wirst auf dieser Ebene von Bindungsstörung, dann hat es immer Auswirkungen, früher oder später auch auf deine Sexualität. Und erstaunlich oft sieht die Auswirkung so aus, dass du dich sehnst nach einer verbindlichen, verlässlichen Ehe,
Ehe, die übrigens zwischen Mann und Frau ist und die sich für Kinder öffnet und für die Eltern sorgt. Das ist übrigens das biblische Modell. Und je näher du Jesus kommst, ist die Gefahr extrem hoch, dass dein Herz sich dahingehend verändert, dass du sagst, ja, eigentlich bin ich dafür gemacht. So, und mit so vielen solchen Leuten werden wir in der Zukunft immer mehr zu tun haben und wir müssen auch ausgerüstet werden, wie wir Leuten wie dich und mich, die in irgendeinem Punkt ihres Lebens da Verletzungen erlebt haben, wie wir die gut auffangen, dass sie Transformation und eine Erfüllung mit Gottes Liebe erfahren können. So, eine nächste Herausforderung, es wird jetzt nicht unbedingt lockerer. Ich schreibe die erstmal hin und ich nenne die das System Islam. Jemand hat mal so einen Witz gemacht und gesagt, was ist denn das größte Problem der Kirche in Deutschland? Islam. Gottesdienst-Islam, Pfarrer-Islam, Lobpreis-Islam. Ja, das war ein gestohlener Witz, das ist nicht von mir. Nein. So, lass mich kurz einführen, wie ich diese Wortkombination meine, das System Islam. Ich sage erstmal, wer nicht das Problem ist und wer auch nie das Problem war, das sind wunderbare, in Gottes Ebenbild geschaffene Menschen, die in arabisch- und farsischsprachigen Ländern leben. Okay? Die sind genauso gut und genauso lieb und genauso gewertschätzt wie alle. Okay? An keiner dieser Nationen ist irgendwas schlechter als am Westen oder blöder oder aggressiver oder gewalttätiger. Das kannst du einfach in der Pfeife rauchen. Die sind genauso von Jesus geliebt. Ich habe Leute kennengelernt in diesen Ländern. Ich liebe dieses Essen. Ich liebe vieles an der Kultur. Der Punkt ist nur, manche Leute setzen diese wunderbaren Leute gleich mit dem System Islam. Dann sage ich, Moment mal. Und wenn ich dann sage, also am System Islam finde ich ein paar Probleme, dann sage ich, du bist ein Rassist. Sage ich, nö, der Islam ist gar keine Rasse. Weil ich kenne jede Menge Leute in diesen Ländern, die sind gar keine Muslime und sind aber total zu Hause dort, wo sie sind. Und mein Problem ist nicht mit diesen Menschen, sondern ich will nur hinschauen, wie funktioniert denn dieses System? So, und wie funktioniert das System? Also erstmal total wichtig, diese Unterscheidung zu treffen. Was sind die Menschen? Es sind in der Regel überdurchschnittlich nette und gastfreundschaftliche Menschen, die ansonsten ihre eigene familiäre, kulturelle Prägung mitbringen, ihre Persönlichkeit, sind einfach Menschen, okay? Menschen wie du und ich. Und dann aber anzuschauen, in welchem System leben sie. Das wäre genauso, wie wenn man auch sagen würde, okay, du gehst nach Amerika und da hast du den Menschen und dann schaust du an, was ist denn, wofür steht denn Amerika so? Was sind denn da so die kulturellen Gegebenheiten? Oder du gehst in ein Land wie Nordkorea, wo du denkst, wow, das ist eigentlich schrecklich dort. Aber es ist nicht schrecklich dort, weil die Menschen so böse sind, sondern weil das politische System so böse ist. Ich bin kein Rassist, wenn ich sage, dass in Nordkorea ein blödes System herrscht. Verstehst du? Wir adressieren das System. Jetzt, dieses System ist eines, in dem Menschen unterschiedlich stark drin sind. Und die Mehrheit der Muslime weltweit sind nicht ganz extrem stark drin. Erst recht in Deutschland. Du wirst in Deutschland Hunderttausende von Muslime oder Millionen von Muslime haben, die sagen, klar, Islam ist mir wichtig, aber von diesem System Islam nicht viel stärker beeinflusst sind als Christen, die einmal im Jahr in die Kirche gehen. Ja? Und wenn du diese Leute zum Maßstab machst, kannst du sagen, also mein Nachbar, es ist so ein netter Kerl, ja, der hilft mir immer beim Schneeschippen, mit dem schaue ich Fernsehen und trinke ich Bier, der ist doch kein ideologisch verblendeter Fundamentalist, da muss ich sagen, genau, würde ich auch sagen, genau so ist es. So, und deswegen ist es auch ganz uninteressant, über deinen Nachbarn zu reden oder über den lieben Cem Özdemir oder den Dönerverkäufer und was es alles für liebe Leute gibt. So, das interessiert mich gar nicht, ich will über das System reden. Weil das Problem ist, dass es ja Entwicklungen gibt, dass Leute sich tiefer in dieses System reinentwickeln. Und das Doofe ist, in der Regel machen die dann nicht so richtig tolle Entwicklungen. Also wenn einer so sagt, okay, der ist jetzt auf die erste Koranschule gegangen und dann noch mehr und dann liest er immer mehr. Das, was dann rauskommt, ist immer mehr ein Verhalten, wo wir im Westen sagen, das finden wir jetzt gar nicht so toll.
Okay, es geht dann vom System her auf immer schwierigere Sachen hin. Jetzt, das war die erste Unterscheidung vom System. Das heißt, Leute sind unterschiedlich tief drin. Jetzt das Zweite, was problematisch ist an dem System ist, der Islam ist als System nicht so einheitlich wie manche anderen Religionen. Okay? Weil im römischen Katholizismus zum Beispiel, da gibt es halt einen, das ist der Papst, und der sagt, wo es langläuft und so. Und Islam ist, was das betrifft, sehr, sehr anders. Es gibt ganz unterschiedliche Schulen. Deswegen ist es oft so schwer zu diskutieren, weil der eine sagt, das steht im Koran, der andere sagt, das steht im Koran. Und beides steht im Koran. Und dann gibt es unterschiedliche Auslegungstraditionen. Ich bin hier kein Fachmann, aber ich schaue auf das, was passiert, wenn Leute sich einem ganz entschiedenen Islam verschreiben, oder ich schaue auf Länder, die sich diesem Islam radikal verschrieben haben, und muss ich sagen, also wenn das die Früchte sind, dann finde ich den Baum schon gar nicht so toll. Ja, also ich glaube, dass es eine Möglichkeit gibt, den Koran lieblich und friedlich und wunderbar auszulegen, nur irgendwie mir fehlen die Staaten, wo das so wirklich funktioniert. Also wo ich mir denke, so, also nenn doch mal so ein paar islamische Staaten, wo so Meinungsfreiheit und Pressefreiheit und Religionsfreiheit, wo das funktioniert. Also schon 10 Staaten würden mir reichen, gell? Aber mir fällt eigentlich nicht mal eins ein. Und das macht mich eher unsicher. Also wie gesagt, nicht weil die Leute dort durchschnittlich böse sind, das glaube ich überhaupt nicht, sondern ich glaube nur, dass das irgendwie mit der liberalen Auslegung ist so schwierig, weil es halt auch so viele andere Sachen gibt. Und dann gibt es alle möglichen Geschichten von Mohammed, die total schrecklich sind. Wenn du dich an das hältst, ey, da kommen die furchtbarsten Sachen raus. Also, und es gibt nicht die eine Instanz, die sagt, nur so kannst du es auslegen. Das Nächste, was auffällt in dem System und ist auch wichtig zu sehen, ist, dass es eine ganze Reihe von Dingen gibt, die dem Judentum oder dem Christentum echt ähnlich sind. Deswegen kannst du Ausprägungen von Islam sehen, wo du denkst, wow, also ist eigentlich echt, der versucht voll gut zu leben. Das ist auch kein Wunder, weil im Koran enthalten auch unglaublich viele Texte aus der Bibel und dem Alten Testament auch sind, teilweise ein bisschen verändert. Aber es ist sehr wichtig, Freunde, wenn wir glauben, dass in einer Religion zum Beispiel nicht wirklich das Gesicht Gottes, nicht wirklich so wie Jesus ihn gebracht hat, repräsentiert wird, heißt es nicht, dass absolut alles, wie diese Leute leben, nur falsch ist. Ist total unreif. Du kannst Buddhisten treffen, du kannst Atheisten treffen, du kannst Muslime treffen, die in manchen Aspekten vorbildlicher leben als du. Wo du sagst, wow, das ist eindrucksvoll. Heißt das, dass alle Religionen gleich wahr sind? Überhaupt nicht. Die Systeme sind überhaupt nicht gleich wahr. Aber es gibt Menschen, die auf der Suche sind, und Menschen, die ein tiefes Empfinden haben für das, was richtig ist, in allen Kulturen und Religionen. Und diese Unterscheidung zu treffen, ist oft so, so, so schwer. Ist oft so, so, so hart. Aber trotzdem, dieses System Islam ist, je intensiver man sich reingibt, regelmäßig mit zwei Tendenzen verbunden, die super gefährlich sind und ständig übersehen werden. Und das erste ist der Hass auf Israel, und das zweite ist die Verleugnung Jesu Christi. Okay? Das ist, wie gesagt, nicht jeder Muslim, aber viele, die sich intensiver damit reingeben, bekommen einen glühenden Hass auf Israel. Und wenn du heute durch die arabische Welt fährst und Radio und Zeitung und alles hast und nachher nicht weißt, dass Judenhass ein völlig normales Thema ist, dann nur deswegen, dass du nicht Arabisch kannst. Weil es völlig normal ist, dort in den Medien zu hören, wir nehmen Jerusalem ein, bringen alle Juden um und das Blut der Juden wird tropfen. Und es gab Demonstrationen in diesem Land, in diesem Sommer in Deutschland, wo Sprechchöre auf Arabisch gebracht wurden, wo man denkt, oh ja, das ist ja ein bisschen Folklore, die sind gegen den Gaza-Krieg. Und was sie zitiert haben, war ein Ausspruch Mohammeds, der hieß, nehmt euch in Acht, ihr Juden, die Heere Allahs kehren wieder. Auf deutschen Straßen. Und das ist eines der
großen, großen, großen Gefahren, die das System Islam in sich eingebaut hat. Nicht jeder Muslim hat das auf gleich starke Weise in seinem Leben, aber in dem System ist es drin. Und das Zweite ist es diese Verleugnung, dass Gott ein Vater ist, der einen Sohn hat, der Jesus Christus ist, der gestorben ist und der auferstanden ist. Das bedeutet, das ist nicht immer harte Christenverfolgung, aber es ist zumindest ein großer Widerstand gegen das Evangelium. Jetzt, wie können wir damit umgehen? Ich denke, das Wichtigste mit all diesen, ich nenne mal den letzten noch schnell, das ist politische Erschütterungen. Wie können wir mit all dem umgehen? Ich denke, der wichtigste und erste Schritt ist, unsere Antwort muss eine der Furchtlosigkeit sein. Okay? Denn das Reich Gottes breitet sich aus und es breitet sich aus auf die unglaublichsten Weisen. Ich muss euch einfach ein paar Geschichten erzählen. Ja, ich war ja zusammengesessen mit meinen Freunden, die im Nahen Osten tätig sind. Und wir hören nur die Schreckensnachrichten. Wir hören, dass die ISIS am Vormarsch ist und alle Leute köpfen. Sie sagen ja bei uns, für uns ist das eigentlich gerade ein bisschen anders. Also es ist schon schlimm, was passiert. Aber sie sagen, hey, so viele Muslime müssen fliehen und sind total verunsichert, auch bezüglich ihres Glaubens. Und sind auf einmal im Camp und wissen nicht, was sie den ganzen Tag tun sollen. Und sind auf einmal offener fürs Evangelium denn je. Und dann haben sie mir ein Foto gezeigt von so einem Haufen von verhüllten Frauen. Und sagen die, ja, das ist unsere Bibelstunde für Frauen. Ah, das ist eure Bibelstunde, so sieht die aus. Und da haben sie gesagt, dann kam ein Mann, der im Syrienkrieg alles verloren hat und hat gesagt, ich habe mit Allah gehadert, warum er mich nicht beschützt hat und meine Familie, warum wir alles verloren haben. Aber jetzt, wo ich hier im Flüchtlingscamp bin, weiß ich, dass alles einen Plan hat. Ich musste hierher kommen, um hier diese Botschaft hören von diesem Gott, der mich unendlich liebt, der Jesus geschickt hat. Und Freunde, die Muslime sind nicht unsere Feinde. Wir sind nicht unsere Feinde, sie sind geliebte Menschen Gottes. Sie sind geliebte Menschen Gottes, die auch ihre Story haben. Der Westen hat viel falsch gemacht, Länder haben viel verbockt. Wir waren nicht immer optimal Repräsentanten Christi für sie. Weißt du, dass heute in diesen Tagen, in diesem Jahr, mehr Muslime in Deutschland zum Glauben kommen, als jemals zuvor in der deutschen Geschichte? Weißt du, dass weltweit mehr Muslime zum Glauben an Jesus kommen, als in jedem anderen Jahr der Geschichte? Das ist das große Bild, okay? Und das kleinere Bild, wie wir das in Deutschland machen, ich denke, wir müssen um Weisheit beten für unsere Politiker, wirklich Weisheit auch zu unterscheiden, wo müssen wir und wollen wir Menschen von Herzen willkommen heißen, aber wo sind Elemente dieses Systems Islam, die einfach nicht funktionieren. Und da komme ich zu diesem letzten Punkt mit den politischen Erschütterungen. Ich glaube, wir gehen in eine Zeit, wo es immer schwieriger wird, klar zu unterscheiden, wo ist gut und böse. Und deswegen sollten wir als Christen nicht vorschnell sein. Denn der Feind verwendet das. Der Feind verwendet das auch, um gute Menschen auf beiden Seiten der Lager gegeneinander aufzuhetzen. Ja? Ich sehe das ständig an allen Orten. Wir sehen in Konflikten, wie mit der Ukraine und Putin, erstmal wie unglaublich schwer es überhaupt ist, aus den Medien schlau zu werden. Dann sagen manche schon, die Medien, das ist alles Lügen, Bolde und so, weiß ich nicht, also keine Ahnung, aber irgendwie, du hörst halt super unterschiedliche Sachen und dann kommt es total leicht zu einer Lagerbildung. Alle Christen sind auf einmal für das, alle gegen das. Ich wünsche mir, dass wir weniger in solchen Lagern uns bewegen, sondern eher schauen, okay, was ist die Reich Gottes Perspektive, was sind die berechtigten Anliegen von den Leuten, die den Putin toll finden. Also ich finde den Putin überhaupt nicht toll, um ehrlich zu sein, aber na klar gibt es da ein paar Punkte, die sagen, wow, ja, okay, also kann man drüber nachdenken. Also, wo sind die berechtigten Anliegen von der linken Partei? Ich würde die niemals wählen, aber
Ja, sicherlich haben Sie ein paar Punkte, über die man nachdenken kann. Und so weiter. Ich wünsche mir so einen Umgang jetzt auch mit den Demonstrationen, mit Pegida, dass man nicht einfach nur sagt, okay, das sind die Bösen, das sind die Guten und beide Seiten sagen, der jeweils andere ist der Böse, sondern dass man sagt, nee, lass uns doch über die Themen reden, okay? Lass uns schauen, was ist hier wirklich dran? Lass uns das aus einer Reich Gottes Perspektive tun und lass uns Leute nicht vorverurteilen. Weder, ja, diese ganzen Medienleute sind doch alles nur linke Bazillen. Nee, es sind Menschen, die ihren Job tun. Manche tun ihn gut, manche tun ihn nicht so gut und so. Und die Pegida sind lauter braune Säcke. Nee, manche vielleicht, aber die meisten nicht. Und dann kann man trotzdem nachdenken, ob es vielleicht sinnvoll ist. Ich glaube, wir als Reich Gottes Menschen brauchen dieses große Bild von unserer Sendung, um uns nicht zu verlieren im politischen Kleinschwachsinn. Ja, die Liebe in Wahrheit sagen, wo es die zu sagen gilt, aber der eigentliche Kampf ist der hier. Es ist unglaublich, wie sich manche Leute echauffieren können über irgendwelche kirchenpolitischen Streitigkeiten, ja, oder wie man jetzt beten soll, so oder so, und wer das eine richtig macht und dann haben wir hier wieder eine Spaltung, weil der Pastor macht das doch mal ein bisschen anders und der macht das nochmal anders. Freunde, der eigentliche Kampf findet ganz woanders statt. Und ich glaube, wir können es uns eigentlich nicht mehr leisten, über all diesen Unsinn zu reden, ja, und über klein. Okay, es ist nicht alles Unsinn, aber manche Sachen sind Unsinn. Das möchte ich dazu sagen. Mir ist es wichtig, dass wir die wahren großen Fronten erkennen. Und ich glaube, wir gehen in eine Zeit zu, wo wir einander dringend brauchen. Und deswegen will ich zum Abschluss, ich überziehe ein bisschen, sprechen über 5 Elemente einer Erneuerung. Ich werde die jetzt nur benennen, weil ich sie heute Abend noch mal aufgreifen möchte. Aber was sind 5 Elemente, von denen ich glaube, dass der Herr sie in der Zukunft verwenden wird, um uns in Europa was fundamental Neues zu schenken? Ich nenne sie nur noch, ich spreche heute Abend drüber. Das erste ist es, eine Kultur des Gebetes. Das zweite, oder ich schreibe es nochmal hin und dann machen wir Mittagspause. 5 Elemente. Die Sachen hier, vor denen müssen wir keine Angst haben. Wenn wir unseren Job tun, wenn wir in diese 5 Säulen von Erneuerung reingehen, wow, dann sieht das total gut aus mit dem Reich Gottes in Europa. Fünf Säulen der Erneuerung. Das erste ist eine Kultur des Gebets. Das zweite ist, was wir ganz neu und stärker brauchen, ich schreibe es erst hin, ist Evangelisation mit Zeichen und Wundern. Ja? Dass wir immer mehr mit Gottes Eingreifen rechnen, auf der Straße, wenn wir für Leute beten, in einem Flüchtlingsheim, wo wir für die muslimische Familie beten. So viele Zeugnisse, so viele Heilungen sind passiert in muslimischen Familien. Und deswegen bekehren sich auch Menschen. Was wir eigentlich brauchen, ist ein Evangelisations-Mainstreaming in den Großkirchen. Ja? Das bedeutet, dass die beiden Großkirchen sagen würden, wir verwenden unser gesamtes Budget, unsere Personalplanung, unsere Gebäude ab jetzt schwerpunktmäßig, Mainstream-mäßig für die Erreichung neuer Leute. Was wir weiter brauchen, ist, wir brauchen eine Veränderung in der Theologie. Und ich glaube, dass dieses Thema von dem ersten Abend dieser Konferenz sehr entscheidend ist. Ich nenne es Theologie der Gottesfurcht. Nicht nur das, okay? Wir brauchen nicht nur das, aber wir brauchen eine Theologie, die die Herrlichkeit, die Transzendenz und Größe Gottes wieder ins Wort bringt und in den Verstand bringt. Nicht so ein nur auf den kleinsten gemeinsamen Nenner des Verstandes runtergebrochenes Wasch-Wasch, sondern wir brauchen eine Theologie, die den Menschen konfrontiert mit dem realen, mächtigen, herrlichen, liebenden Gott. Wir brauchen Einheit.
über das werde ich heute Abend sprechen, aus dem einfachen Grund, weil der Herr Einheit segnet und je mehr wir in die Zukunft gehen und je heftiger manche Gefechte auch werden, können wir es uns gar nicht leisten, dass wir an 13 Fronten kämpfen, ohne voneinander zu wissen, sondern wir brauchen das, dass wir zusammenrücken. Und der Herr sagt, endlich habe ich euch so weit, dass ihr zusammenrückt, denn das ist genau die Position, wie ich euch am liebsten sehe, wenn Brüder gemeinsam in Einheit sind, denn das sendet der Herr seinen Segen, über das wird es heute Abend gehen. Schließlich der letzte Punkt. Wir werden in einer zunehmend zerrütteten Gesellschaft mit zunehmend großen Problemen zunehmend Reich Gottes Strategien für die Gesellschaft brauchen. Ich nenne das Strategien für Gesellschaft. Ich habe gesagt, dass der Fokus des Reiches Gottes kein defensiver ist, so wie wir schließen uns ein und hoffen, dass es gut wird, sondern offensiver. Ich glaube, dass der Herr sein Volk Gottes in der Zukunft noch mehr ausrüsten möchte, zu sagen, okay, unser Staat in Deutschland hat gerade ein unglaubliches Versorgungsproblem durch die wahnsinnig hohe Anzahl von Kriegsflüchtlingen. Ich glaube, dass Gott Männer und Frauen mit seinem Heiligen Geist befähigen kann, die auf kreative Ideen können, so könnten wir das lösen. Wir könnten hier neue Möglichkeiten schaffen, die dann zu Politikern gehen und Politiker sagen, genau das haben wir gewartet. Weil weißt du was, ich habe jetzt mittlerweile so ein bisschen ein paar Connections so zu Leuten, die echt was, so die Leute kennen, die mächtig sind und so weiter. Und ich sagte, die haben genauso wenig Peil wie du und ich. Ja, diese globalen Herausforderungen, die sind so groß und die Entwicklungen sind so schnell, dass der Tag kommen wird, wo Politiker und Firmenbosse sagen werden, hey, wir brauchen wirklich jetzt kreative Ideen vom Himmel, weil wir wissen nicht so wirklich, was wir tun sollen. Und es passiert auch jetzt schon, ich könnte euch Geschichten erzählen, werde das heute Abend auch noch, wo der Herr wirklich auch auf Ebene von EU-Parlament und allen möglichen Gremien, er seine Leute drin hat und diese Leute durch ein Wort vom Herrn, das sie empfangen oder einfach durch Gebet Veränderungen bringen können. Ich will schließen mit der simplen Aussage, dieses Ding hier, wenn es salzig ist und beten gelernt hat, ist bedeutend mächtiger, als du denkst. Und der Herr hat einen genialen Masterplan für diesen Planeten und dass wir daran teilhaben dürfen, dass wir Bürger dieses Königreichs sein dürfen, ist so etwa die allerbeste Nachricht, die es gibt. Gute Mittagspause. Applaus